So findest du Motivation zum Lernen, auch wenn du faul bist. Wir alle kennen das Problem. Wir haben einen Riesenberg Lernstoff vor uns, der uns förmlich erdrückt. Eigentlich müssten wir jede Minute nutzen, um zu lernen, aber trotzdem gibt es diese Schwelle, die uns davon zurückhält. Wir schaffen den Schritt an den Schreibtisch einfach nicht, hängen am Smartphone und drücken uns so lange vor dem Lernen, bis es wirklich kurz vor knapp vor der Prüfung ist. Und erst dann klappt es dann, weil man eben großen Stress verspürt. Aber sind wir mal ganz ehrlich, genau dieses Gefühl will man ja eigentlich nicht haben im Leben. Als ich mit meinem Medizinstudium begonnen hatte, ging es mir ganz genauso. Ich hatte überhaupt keine Lust zu lernen. Ich wusste nicht, wie Lernen funktioniert. Ich hatte immer noch die alten Lernmethoden, die ich in der Schulzeit benutzt hatte, womit man natürlich mit der Menge an Stoff einfach nicht zurechtkommt im Studium. Und ich habe mich jeden Tag gedrückt. Ich wollte einfach nicht anfangen, ich war so faul und natürlich hat das dann nicht gut funktioniert und ich habe dann kurz vor der Prüfung angefangen zu crammen, mir alles in den Kopf rein zu prügeln und habe Nächte durchgemacht und das hat meinen Körper sehr gestresst. Dann eines Tages habe ich mit einem Kommilitonen gesprochen, bei dem ich wusste, der hat richtig, richtig gute Ergebnisse in jeder Prüfung und ich habe mich einfach gefragt, ey, wie machst du das eigentlich, dass du immer so gute Noten bekommst und gefühlt lernst du jetzt nicht so ultra viel? Und was er mir erzählt hat, sollte für immer mein Lernen verändern. Er hat eine Strategie verwendet, die ich bis heute noch selbst benutze und die kostet nur 5 Minuten extra Zeit zum eigentlichen Lernen. Was er macht, ist unglaublich effektiv und hat auch neurowissenschaftliche Grundlagen. Jedes Mal, wenn er etwas Neues lernen musste, hat er sich 5 Minuten Zeit genommen und hat sich einfach nur vor seinen Schreibtisch gesetzt mit einem weißen Blatt und hat sich Gedanken darüber gemacht, wieso er jetzt dieses Thema können müsste. Er hat sich Situationen überlegt, in der er in Zukunft mit diesem Thema konfrontiert werden könnte und wie ihm die Lösung, indem er sie lernt, dabei helfen könnte, dieses Problem zu lösen. Er hat sich quasi genau visualisiert, was er sich da gerade einprägen möchte. Und das egal bei welchem Fach, egal wie scheinbar uninteressant es sein möchte. Bei mir war das zum Beispiel damals mit Religion so. Ich fand es gar nicht spannend und diese Technik hat er aber auch zum Beispiel auf diese Fächer angewendet, hat sich richtig intensiv überlegt, wieso das Ganze jetzt unglaublich spannend für ihn ist und wieso das so wichtig ist. Das sorgt zum einen dafür, dass deine Motivation steigt, dich dann auch wirklich hinzusetzen und zu lernen. Und auf der anderen Seite ist es so, dass du so deutlich schneller das Wissen einprägen kannst und so hast du schneller Lernerfolge und dir fällt das Lernen nicht so schwer. Doch das Ganze hat mir letztendlich nicht gereicht, aber es hat diesen Funken überspringen lassen und ich wollte mehr. Trotz dieser Technik war ich immer noch total faul und habe andauernd prokrastiniert und wollte einfach nicht lernen. Dann bin ich aber auf den nächsten Gamechanger gestoßen, die 2-Minuten-Methode. Und das Ganze funktioniert eigentlich nach einem super einfachen Prinzip. Der Grund, wieso wir faul sind und nicht anfangen können zu lernen, ist, weil uns der Berg zu groß vorkommt. Es kommt uns vor, als wäre es einfacher, jetzt einfach zu sitzen und nichts zu tun, als sich durchzuquälen und jetzt einfach anzufangen mit dem Lernen. Doch, wenn ihr das Ganze kennt, ganz sicher kennt ihr das, wenn man einmal angefangen hat und einmal sitzt, dann geht das Ganze eigentlich relativ einfach wie von Zauberhand. Man kommt nur nicht in die Situation, sich hinzusetzen und drückt sich davor. Was ist jetzt aber, wenn man sich einen Sweet Spot hier aussucht und sich selbst sagt, ich setze mich jetzt einfach für 2 Minuten, nur 2 Minuten an den Schreibtisch und ich versuche mal anzufangen zu lernen. Und wenn es mir keinen Spaß macht, höre ich sofort wieder auf und lege meinen Stift weg und gehe weg. Was dann passiert, ist unglaublich spannend, nämlich dein Gehirn hat nicht diese Schwelle von, oh, ich muss mich jetzt hinsetzen und stundenlang lernen, sondern du setzt dich einfach hin, musst ja nur 2 Minuten machen und entscheidest dann, ob es dir gefällt oder ob es dir nicht gefällt. Und das Gute daran ist, in 99% der Fällen wirst du einfach nach den 2 Minuten den Wecker ausmachen und weiter lernen, weil es dir eben nicht mehr schwerfällt, weil du hast die schlimmste Schwelle schon längst überschritten, das einfach anzufangen. Ein Faktor hatte aber noch in mir geschlummert, den ich einfach nicht rausbekommen habe. Dieser Faktor hat mich unterschwellig andauernd daran gehindert, mit dem Lernen anzufangen und Energie zu haben. Mir hat das tatsächlich meine komplette Motivation genommen und ich habe das nicht mal bemerkt. Eines Tages bin ich dann aber auf eine Studie gestoßen, die beschrieben hat, wie sich dein Produktivitätsniveau verändert anhand deines Blutzuckerspiegels. Blutzuckerspiegel ist relativ einfach, beschreibt, wie viel Zucker in deinem Blut vorhanden ist. Und tatsächlich ist es so, wenn du sehr süße Sachen isst oder ungesunde Dinge, viel Fastfood isst, dann schnellt dein Blutzuckerspiegel in die Höhe, du fühlst dich sehr, sehr gut, fällt dann aber jedoch wieder schnell ab. Und der Moment, wo er dann abfällt, befindest du dich in diesem Motivationsloch.
Du fühlst dich faul. Und genau das ist der absolute Killer, was das Lernen angeht. Wenn du dich in diesem Blutzuckerspiegel tief befindest, dann ist es kein Wunder, dass du dich nicht motivieren kannst zum Lernen. Das heißt, was ich gemacht habe, ist, in meinen Lernphasen und in meinen Prüfungsphasen habe ich mir einfach einen Plan geschrieben, wie ich mein Essen vorkoche und gestalten kann, zum Beispiel Reis mit Hühnchen gemacht, einfach was, was nicht so den Blutzuckerspiegel in die Höhe schnellen lässt, und habe so auf meine Ernährung geachtet und dann immer in den Prüfungsphasen einfach wirklich geschaut, dass ich ganzheitliche Lebensmittel esse und dass ich nicht so viel Fastfood oder zuckerhaltige Lebensmittel zu mir nehme. Ihr glaubt nicht, wie viel das ausmacht. Wenn ihr dennoch Probleme mit Motivation habt und nicht anfangen könnt, dann ist dieser Punkt hier jetzt der allerwichtigste. Als ich noch in meiner Schulzeit unterwegs war, da haben mir komplett die Ziele gefehlt. Ich bin eigentlich komplett planlos durch die Zeit gegangen. Ich wusste gar nicht, wofür ich gute Noten schreiben musste. Mir war da noch nicht klar, dass ich Medizin machen will. Und ja, so bin ich einfach durch mein Leben getrottet und hatte gar nicht so diesen Incentive, gar nicht diesen Grund, überhaupt zu lernen. Also dieser Wille, etwas zu bewegen und etwas zu schaffen, der hat mir einfach gefehlt. Ich hatte kein Feuer. Als ich dann aber verstanden habe, was mein Ziel ist und wo ich überhaupt hin will, mit dem Medizinstudium zum Beispiel, genau in diesem Moment hat sich bei mir alles verändert. Und genau das lässt sich auf ein ganz einfaches Muster zurückführen. Du brauchst, um Motivation zu haben, zu lernen, und um diese Faulheit zu überwinden, ein ganz klares Ziel, was du vor Augen hast. Hast du kein Ziel, dann gibt es auch keinen Grund für deinen Körper, dich zu motivieren, zu lernen. Das bedeutet, nimm dir einfach mal Zeit und nimm dir ein leeres Blatt und schreib dir einfach mal deine Ziele auf, die du erreichen möchtest, indem du lernst. Häng dir die meinetwegen neben dein Bett oder an deinen Schreibtisch, dass du sie jeden Tag siehst, einfach wofür du das Ganze machst, weil ich kenne das selbst, es kostet sehr viel Energie, es kostet viel Kraft zu lernen. Aber wenn du dir immer wieder vor Augen hältst, wofür du das Ganze machst, dann schaffst du es auch, dich zu überwinden. Den allerletzten Anstoß, wie du es schaffst, mit dem Lernen anzufangen, die letzte Nuance, die fehlt, die liegt hier. Dieser Gedanke hier hat alles für mich verändert. Ich habe immer auf das Lernen geschaut wie etwas, das ich machen muss. Ich muss jetzt lernen oder meine Eltern wollen von mir, dass ich die und die Note habe und ich muss das irgendwie schaffen. Aber als ich angefangen habe, das Ganze mal umzudrehen und mir mal zu überlegen, hey, was ist das eigentlich für ein unglaubliches Privileg und wie schön ist es, dass man so viele Inhalte hat, auf die man zugreifen kann, dass wir die Möglichkeit haben, dieses ganze Wissen aufzusaugen. Was würden unsere Vorfahren, die vor mehreren hunderten Jahren gelebt haben, darüber denken, wenn sie wissen würden, was für Wissensmöglichkeiten wir heute haben? Wie unglaublich schön es ist, dass wir uns bilden können und unser Gehirn weiterentwickeln können und intelligenter werden können, indem wir uns ein größeres Wissensnetz aufbauen. Und genau dieser Durst nach Wissen und dieses Streben nach mehr, genau das ist dieser letzte Baustein, der dir fehlt, um dieses Faulheitstief komplett zu beseitigen und deine Motivation für dein Lernen zurückzuholen. Ich glaube, wenn du das schaffst, diesen Gedanken bei dir einzupflanzen und immer wieder, wenn du lernst, dich hinsetzt und kurz drüber nachdenkst, wie wertvoll das eigentlich ist, dass du die Möglichkeit hast, jetzt zu lernen, dann ändert sich dieser ganze Bezug und ja, dieses ganze Verhältnis zum Lernen. Wenn du übrigens nicht alleine lernen willst und Teil meiner eigenen Lerncommunity sein willst, dann kannst du in der Videobeschreibung mal nach dem Link schauen für mein eigenes Lernsystem. Hier kriegst du auch alle Lernmethoden, die wichtig sind, die dir helfen, effektiv zu lernen, die besten Methoden, die wirkliche Gedächtnisprofis anwenden, und bekommst hier wirklich ein System an die Hand, mit dem du dann durch dein Studium und durch deine Schulzeit richtig effektiv lernen kannst und mit minimalem Aufwand maximale Ergebnisse bekommst. Und hier kommst du zu einem Video, wenn du mal wieder richtig spät dran bist, für eine Prüfung zu lernen und richtig schnell viele Begriffe lernen musst. Das ist super informativ, und auf dieser Seite hier kommst du zu einem Vlog von mir hier aus Sri Lanka. Ich befinde mich gerade hier in Sri Lanka und nehme das Video hier auf, und ist auch sehr cool geworden. Guck dir das gerne an.